Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop für den Mai 2017 und herzlichen Glückwunsch an alle Stiere, die in diesem Monat Geburtstag haben. Im Mai findet ihr die Liebe, wenn ihr euch mit Spiritualität beschäftigt und euch selbstlos für andere einsetzt. Das heißt aber nicht, dass man euch ausnutzen darf, obwohl es euch wirklich Spaß macht, euch tatkräftig für andere einzusetzen. Solange Geben und Nehmen im Gleichgewicht sind, könnt ihr einen glücklichen Mai erleben. Körperlich seid ihr vital und fit und habt so richtig Lust, mit allen Sinnen zu genießen. Mehr dazu gleich. Jetzt noch ein kleiner Hinweis. Es gibt auch diesmal wieder etwas bei mir zu gewinnen. Bleibt dran bis zum Schluss des Videos. Jetzt zu dem Erlebnishintergrund, also zu den langfristig wirkenden Aspekten für euch. Und da sind eigentlich vor allem zwei Aspekte wichtig, zwei Hauptaspekte, nämlich Neptun, der Romantikplanet. Der steht für euch in einem schönen Aspekt zur Stiersonne, sieht man jetzt hier auch schön, im 11. Haus der Freundschaften. Daher haben wir dieses Phänomen, dass sich viele Stiere selbstlos für ihre Freunde einsetzen und viele auch jetzt erfolgreich sind, indem sie zum Beispiel Charity-Projekte unterstützen oder auch bei ihrem Business dafür sorgen, dass ein Teil der Erlöse gespendet wird. Das sind alles so Themen, die für Stiergeborene jetzt sehr interessant sind und wo sie dann eben auch interessante Leute bei kennenlernen können und vielleicht auch einen schönen Flirt anfangen. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder, die vom 2. bis zum 7. Mai Geburtstag haben. In der Zeit im Mai haben wir allerdings in diesem Monat auch ein Quadrat von Mars, der für euch im 2. Haus in den Zwillingen steht. Was das bedeutet, da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Das werden auch am meisten eben die Geburtstagskinder vom 2. bis 7. Mai spüren. Aber das gilt so ein bisschen als Thema jetzt für alle Stiergeborenen. Dann haben wir den Pluto, der im Steinbock steht. Der steht für euch auch in einem guten Aspekt. Das bedeutet, die Transformationskraft von Pluto kann sich in eurem Leben harmonisch entfalten. Aber auch für euch gilt, weil Pluto eben einfach auch eine sehr komplexe Kraft ist, wenn ihr neue interessante Beziehungen eingeht, von denen ihr spürt, dass sie euer Leben verändern oder ja, wirklich einen Einfluss auch auf euch ausüben, dann müsst ihr auch klären, ob ihr das wirklich wollt, ob beide das wollen und ob beide Beteiligten an einem Strang ziehen. Weil bei Pluto muss man immer gucken, ob dann nicht der andere vielleicht noch eine andere Agenda hat und vielleicht nicht dasselbe will wie man selber. Und weil eben Pluto so stark verändernd wirkt, ist es sehr wichtig, dass man dann auch selber will, dass es in die richtige Richtung geht. Im besten Falle bedeutet das halt wirklich Beziehungen mit einflussreichen Leuten, die euch verändern oder wo ihr euch gegenseitig weiterentwickelt, voranbringen könnt und kann auch für geschäftliche Beziehungen sehr günstig sein. Also das ist schon eine sehr interessante Konstellation, wenn man eben sich genau abspricht, ob man eben wirklich auch einen gemeinsamen Weg gehen will. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder, die vom 8. bis 12. Mai Geburtstag haben. Und die haben dann auch noch dazu vom 6. bis 9. Mai die Sonne in einem positiven Aspekt dazu. Das verstärkt also die positiven Seiten dieses Pluto-Trigons auch. Das heißt also, ihr könnt da wirklich jemanden kennenlernen, wo sich das auch dann in eine von euch gewünschte und positive Richtung entwickelt. Das sind die wichtigsten Aspekte. Die anderen großen Planeten stehen nicht in direkten Aspekten zu euch. Können wir mal eben schauen. Der Saturn steht für euch im 8. Haus, im 8. Sonnenhaus, repräsentiert also einen Partner, der vielleicht auch manchmal ein bisschen grummelig oder deprimiert ist und es auch nicht schätzt, wenn ihr fremd flirtet. Die Lilith steht auch im 8. Haus. Das kann bedeuten, dass es vielleicht auch ein Gerangel um gemeinsame Anschaffungen dass ihr vielleicht nicht damit einverstanden seid, was der Partner da will. Vielleicht will der Partner sich auch für jemand einsetzen, wo ihr dann wieder nicht mit einverstanden seid. Dann müsst ihr mal gucken, wie sich das bei euch auswirkt. Jupiter steht für euch im 6. Sonnenhaus hier und das ist gut für die Gesundheit und auch gut für den Job und den Arbeitsalltag und übrigens auch gut, wenn ihr große Tiere liebt. Denn Jupiter steht ja auch für Größe und im 6. Haus bedeutet er große Tiere. Also vielleicht möchtet ihr euch ein Pferd oder einen großen Hund zulegen. Das würde unter guten Sternen stehen für euch. Genau, soweit also die langfristigen Tendenzen. Kommen wir jetzt zu der Monatsübersicht und wir fangen an mit dem Neumond vom 26. April.
der für euch wichtig ist für die nächsten 4 Wochen als Thema. Und der steht im Stier hier bei euch im ersten Haus. Und das heißt, es geht um euch. Macht persönliche Pläne, denkt darüber nach, was ihr in den nächsten 4 Wochen vorhabt, was euch glücklich macht. Und natürlich, wenn ihr Geburtstag habt, ist das auch ganz wunderbar. Dann solltet ihr was Schönes unternehmen und Leute zu euch einladen. Es ist auch sehr gut für die Vitalität. Also ihr solltet auch körperlich was tun, Sport treiben, gärtnern, was es auch immer ist, draußen in der Natur, wo ihr Spaß dran habt. Das steht alles unter guten Sternen und da solltet ihr zu Neumond drüber nachdenken, was ihr da machen möchtet. Genau, dann haben wir ja noch den Tanz in den Mai. Steht auch schön für euch, weil der Mond da im Krebs ist und einen guten Aspekt zur Stiersonne bildet. Das heißt also, und noch im kommunikativen dritten Haus. Das heißt, ihr habt bestimmt Spaß und habt Einladungen oder zieht gemeinsam mit Leuten los oder habt auch eine romantische Verabredung. Am 1. Mai steht dann die Sonne weiterhin natürlich logischerweise im Stier. Die Venus aber, die steht jetzt für euch im 12. Haus, im Zeichen Widder, auch den ganzen Monat über. Venus als Liebesplanet. Für manche Stiergeborene kann sich das so zeigen, dass sie einfach merken, dass Liebesthemen jetzt so ein bisschen in den Hintergrund rücken. 12. Haus ist ja so der Hintergrund, der Rückzug auch. Oder sie möchten sich einfach auch zurückziehen. Und vielleicht sind ja auch im April ein paar Sachen gelaufen, die vielleicht nicht so angenehm waren. Da muss man sich dann erstmal ein bisschen von erholen. Es kann aber auch heißen, dass ihr die Liebe findet, wie ich es auch eingangs gesagt habe, indem ihr euch mit spirituellen Themen befasst, beschäftigt oder auch indem ihr helft. Ne? Solche Sachen wie Charity, wir stehen wie gesagt unter guten Sternen. Und indem ihr euch einsetzt für andere, auch selbstlos einsetzt, lernt ihr vielleicht darüber wieder interessante Leute kennen. Das wäre so das Venus-Thema für diesen Monat. Und auch den Merkur haben wir Anfang des Monats noch im 12. Haus. Das heißt, der wird dann zwar direktläufig, bleibt aber für euch immer noch so ein bisschen im Hintergrund. Es kann sein, dass für euch die Phase, wo es sich anfühlt, als wäre er rückläufig, noch ein bisschen länger geht, eher dann Mitte des Monats in den Stier geht. Schaut mal einfach, dass ihr vielleicht wichtige Entscheidungen noch ein bisschen vertagt, wenn ihr merkt, dass ihr noch nicht alle Informationen habt. Es kann aber auch sein, dass Informationen ganz auf erstaunlichen, leisen Wegen aus dem Hintergrund an euch herangetragen werden. Dann habt ihr natürlich dann auch Grund zur Freude. Dann haben wir gleich einen Top-Tag für euch am 2. Mai, wenn nämlich der Mond die Venus aktiviert hier aus eurem 4. Haus heraus und dadurch habt ihr dann Zugang auch nochmal zu der Liebestendenz. Ist vielleicht auch schön für Festliierte, weil es eben auch das Familienthema betont. Und am 5. steht ihr wahrscheinlich stark im Mittelpunkt, denn da steht der Mond für euch im 5. Haus der Lebensfreude, aktiviert hier die Sonne, aktiviert den Neptun, der im Freundeshaus steht. Ja? Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn ihr um diese Zeit Geburtstag habt, da solltet ihr auf jeden Fall Leute einladen und was Schönes unternehmen. Das ist auf jeden Fall ein Top-Tag. Und der Merkur ist ja dann zu der Zeit wieder direktläufig geworden, er wird am 3. Mai wieder direktläufig. Und dann haben wir noch nicht besprochen, was der Mars macht in eurem Horoskop. Ist ja auch wichtig, Venus und Mars sind die Liebesplaneten. Der steht für euch die ganze Zeit im 2. Haus in den Zwillingen. Und das kann erstmal gut sein für Geldthemen. Mars im Geldhaus bedeutet oft, dass man Sachen wiederkriegt, Geld wiederkriegt oder Verliehenes zurückbekommt oder dass man auch mal endlich energisch genug auftritt, um zu bekommen, was einem zusteht. Anfang des Monats ist aber der Mars hier noch in Spannung zur Lilith. Das kann auch bedeuten, dass es da Geldschwierigkeiten gibt oder vielleicht einen Grangel gibt, vielleicht auch mit dem festen Partner, weil Lilith im Haus der festen Partnerschaft. Da kann es wirklich darum gehen, dass einer vielleicht was gegeben hat und der andere ist damit nicht einverstanden. Mit Lilith will man auch immer gern Schwächere unterstützen. Vielleicht seid ihr auch mit einer Charity beschäftigt und euer Partner findet das nicht gut und denkt, das wäre eine Verschwendung. Aber der Mars steht eben hier bei euch im Geldhaus, da wollt ihr euch jetzt durchsetzen mit euren finanziellen Themen. Und ich denke, das kann euch auch gelingen im Laufe des Monats. So, dann ist für euch sehr spannend der Vollmond, denn der findet jetzt in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai
bei euch auf der Beziehungsachse statt. Die Sonne steht für euch im ersten Haus, der Mond steht im Partnerhaus. Ist also eine leidenschaftliche Begegnungskonstellation für euch. Da sind sehr interessante Flirts möglich und diejenigen von euch, die einen Schatz haben, die sollten, wenn sie dann in der Nacht nicht schlafen können, einfach der Liebe dienen. Denn da kann man ja dann auch sehr schön schlaflose Stunden mit zubringen, ne? Vollmond. Dann haben wir am 11. die Konstellation, dass der Mars hier in ein Quadrat zum Neptun geht. Neptun steht ja eigentlich gut für euch im Haus der Freunde, aber das hier könnte bedeuten, dass ihr vielleicht einem Freund oder einer Freundin was geliehen habt und dann wollt ihr das jetzt zurückhaben. Und dann gibt es vielleicht da ein Gerangel drum. Ja, das wäre gut möglich. Gleichzeitig haben wir ja am 12., und das ist auch ein Top-Tag für euch, den Mars hier in einem tollen Aspekt zu Jupiter, der bei euch im Jobhaus steht. Das sind also exzellente Geld- und Job-Tendenzen. Aber hier könnte zum Beispiel jemand sein, mit dem ihr befreundet seid, der euch da jetzt vielleicht tolle Tipps geben will. Und da würde ich nicht drauf hören, weil ihr wahrscheinlich im Zweifelsfalle selber besser wisst, was finanziell für euch gut ist. Und hier ist vielleicht jemand, der so eine unklare Haltung hat oder eine Verschwörungstheorie oder irgendeinen Quatsch redet und oder irgendeinen todsicheren Tipp für euch hat. Da würde ich nichts drauf geben. Lasst euch nicht von vermeintlichen oder auch wirklichen Freunden in eure Finanzangelegenheiten hineinreden, weil die kennen sich nicht aus. Genau. Der 12. ist ein Top-Tag, vor allem für fest liierte Stiergeborene. Da haben wir nämlich hier den Mond, der aktiviert die Lilith für euch im Partnerhaus, also im Ehehaus der festen Partnerschaft. Und das bedeutet, es ist vielleicht ein guter Tag oder ein guter Abend an dem Freitag, gemeinsam mal eine Tabugrenze zu überschreiten und eine neue, spannende Erfahrung zu machen. Am 16. Mai, gute Nachrichten, da geht nämlich der Merkur ins Zeichen Stier und damit in euer Zeichen, in euer erstes Haus und steht euch also dann voll zur Verfügung mit Informationen, mit Austausch und das bedeutet eben auch, ihr kommt ins Gespräch und das ist dann wieder die Grundlage für neue Flirtchancen. Der bleibt dort bis zum Rest des Monats und geht bis zum 26. Mai durch die erste Dekade, danach durch die zweite Dekade des Stiers. Dann am 19.05. haben wir die heiße Phase, da fängt die an, wenn die Lilith, in diesem Fall die Venus, diese Aspekte macht, erst zu Jupiter und dann zu Pluto und dann zu Uranus. Und das findet jetzt hier wieder bei euch statt in dem Bereich Heilung und Spiritualität, besonders spannend. Also zum Beispiel, und hier haben wir die Liebe im Haus der Spiritualität, das könnte zum Beispiel heißen Heilung durch spirituelle Liebe. Ja, sowas ist da möglich. Aber weil ja dann dieses Quadrat entsteht zu Pluto am 25. mit der Venus hier, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht auf die Versprechungen falscher Gurus hereinfallt. Pluto ist hier das Haus im Haus der Gurus. Also da könnte es so einen Konflikt geben. Vielleicht eben auch jemand, mit dem ihr eigentlich eine sehr tiefgehende Beziehung aufgebaut habt. Könnte es auch so einen Konflikt geben, verliebt man sich da jetzt oder vielleicht doch nicht. Also da haben wir ja dann wieder dieses Thema mit den Bad Boys, ne? Dass man sich da vielleicht auch in den Falschen verliebt oder in einen Herzensbrecher verliebt. Das ist alles so ein bisschen heikel in der Zeit zwischen dem 19. und dem 25. In dieser Zeit am 20. geht auch dann die Sonne ins Zeichen Zwilling, damit in euer zweites Haus, Finanzhaus, auch sehr günstig und auch immer noch gut, um sich körperlich wohl und fit und vital zu fühlen. Der Neumond am 25. ist dann ebenfalls bei euch im Finanzhaus. Das heißt also, es wird ein Monat danach dann, wo es vielleicht öfter mal ums Geld geht oder auch um eure Werte, was euch wichtig ist und womit ihr euch gut fühlt und was gut für euren Selbstwert ist. Das ist dann eine Zeit, wo man darüber nachdenken sollte zu diesem Neumond, wie man das dann gestalten will in den nächsten Wochen. Genau. Dann haben wir am 29. eine Spannung von dem Mars, der immer noch in den Zwillingen steht, zum Saturn. Und Saturn steht ja für euch im Ehehaus. Das könnte also bedeuten, auch nochmal wieder dieses Thema, was am Anfang schon mal war, vielleicht ist der feste Partner nicht damit einverstanden, was ihr finanziell vorhabt. Da müsst ihr euch eventuell einigen. Vielleicht fühlt ihr euch auch von eurem festen Partner ausgebremst mit irgendeiner Sache, für die ihr gerne Geld ausgeben würdet. Kann sein, dass da in der Beziehung einfach nochmal um das Thema Geld geht. Am 30. Wartet mal, ich habe noch vergessen, noch einen Top-Tag für euch. Da
habe ich mir doch hier noch aufgeschrieben. Der 20. ist auch ein Top-Tag für euch, denn da könnt ihr gefühlvolle Gespräche mit euren Freunden führen, vielleicht auch eine Aussprache darüber haben, ob das mit dem Geben und Nehmen alles im Gleichgewicht ist. Wollte ich doch noch gesagt haben. So, wir waren jetzt beim 29. angekommen und am 30. läuft dann die Venus ja in dieses große Dreieck, 30. und 31. Da wird sie, das wird dann exakt am 3. Juni. Und das kann für euch unerwartete Eingebungen bringen, also hier 12. Haus, ne? So, deswegen Eingebungen, die vielleicht bei der Lösung eurer Probleme helfen können oder Angelegenheiten, sage ich jetzt mal, das müssen ja auch gar nicht Probleme sein, eventuell auch finanzielle Probleme oder Angelegenheiten und eventuell auch diese Geschichte mit dem festen Partner, dass ihr euch da über was nicht einig werden könnt. Da bestehen gute Chancen, dass zum Ende des Monats sich dann dieses Problem löst oder dass ihr vielleicht wirklich einen originellen Einfall habt zusammen, wie ihr das regeln könnt. Genau. Und das waren jetzt die Konstellationen für euch im Mai. Wenn ihr eine persönliche Beratung mal euch gönnen wollt, vielleicht auch zum Geburtstag, da würde sich das ja anbieten, ein Solarhoroskop. Und da kann ich auch zum Beispiel für euch schauen, an welchen Ort ihr reisen könntet, um ein noch besseres Horoskop zu eurem Geburtstag zu bekommen. Dann schaut euch mal auf meiner Webseite um, ob ihr da vielleicht was findet, was euch zusagt. Und wenn ja, könnt ihr dann das auch gleich buchen und bestellen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, diesmal gibt es wieder 15 Minuten Kurzberatung bei mir zu gewinnen zu einem Thema eurer Wahl, dann abonniert einfach meinen Kanal und postet mir einen netten Kommentar hier auf YouTube. Kanal abonnieren geht direkt hier mit einem Klick. Und außerdem noch der Hinweis, dass am 6. Mai ein neuer Kurs bei mir anfängt. Da geht es um Liebe und Beziehungen im Horoskop. Alles dazu auch auf meiner Webseite. Damit wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen.